Willkommen zum Wimmon 615 oder besser gesagt zu Pokémon Schwert Road to Schillerpin. Immer wenn ihr denkt so von wegen, oh Gott, Wimmon. Ja, nein, irgendwas muss man ja erfinden. Heute spielen wir weiter Pokémon. Aktuell im Pokédex haben wir einige Pokémon gefangen, nämlich 8 von 9. Ein Pokémon haben wir nicht. Das liegt daran, dass unser Rivale dieses Pokémon hat, aber das werden wir in der nächsten Folge bekommen. So, aber dafür müssen wir erstmal hier hingehen. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Hä? Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Hi. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Ich bin da. Hi. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolia. Yeah. Kommt nur mit herein. Okay. Schick haben sie es hier. Was sehe ich da? Hopp, dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst immer sein. Meine Enkelin Sania hat dir eine Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Das ist meine Aufgabe hier, Road to Schillerpin. Immon, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vervollständigt ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Delia. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Teesorten es auf dieser Welt gibt? Überaus faszinierend. Ja, ich bin auch ein Teetrinker. Es gibt so viele Teesorten, ist unfassbar. Müsst ihr mal in einem anderen Video mal philosophieren, aber nicht hier. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Befehlungsbrief über die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um für uns die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Delion? Hopp und Immon sind erst vor kurzem Pokémon-Trainer geworden. Sie sind einfach noch so unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben Sie natürlich recht. Das war auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hätte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön. Ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich eure Pokémon fit. Danke sehr, das ist sehr wichtig. Das brauche ich. Oh, coole Sache. Immon, ich warte draußen auf dich. Ja, wir können uns hier tendenziell in Rumsaal schauen. Ist nichts Wichtiges drin, aber hinter dem Haus hier ist was Wichtiges drin. Und zwar hinter dem Haus befindet sich ein goldener Pokéball. Was bedeutet dieser goldene Pokéball? Der goldene Pokéball bedeutet, es ist ein Item drin, was eine TM oder eine TP ist. In der Hinsicht ist es TM-Gegenstoß. TM-Gegenstoß, der Anwender lädt die Attacke auf, handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke.
So, wir können immer mal gucken, ob die Pokémon diese Attacken können oder eben nicht. Tendenziell Gegenstoß können einige Pokémon und das bringen wir natürlich auch Wally bei direkt, weil das definitiv ein sehr wichtige Attacke für Wally ist, aus meiner Sicht. Und wir würden auch schon fast sagen, dass wir sogar Wally ganz nach oben setzen, einfach weil ich sehen möchte, dass Wally gegen Wally kämpft. Und, jo, gucken wir mal, wie das weitergehen wird, ne? So, dann haben wir hier drüben auch noch was. Und zwar, warte mal, auf der Seite war ein Item, nämlich Flasche Tafelwasser. Ein stilles Wasser mit hohem Mineralanteil, das die KP eines Pokémons um 30 auffüllt. Und zur Judalets dort oben haben wir einen Superball. Ein Superball mit einer guten Erfolgsquote den Pokéball in allen Punkten überlegen. Ja, der Pokéball, hatte ich ja mal erwähnt, ist zwar gut für Pokémon-Fang, aber der Superball ist noch ein bisschen besser. Da könnt ihr dann auch einfacher Pokémon fangen. So. Hältst du diese Empfehlung von Delion doch genauso wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Immon! Klar. Mach ich. Bin bereit. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung. Sonst wird das nichts mit dieser Arena-Challenge. Wir müssen Delion in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Klar. Ab dafür. Den Kampf zwischen euch beiden jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Delion, der Unschlagbare, gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen. Hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hopp erst richtig los. Ich auch so. So, wir haben schon 6 Punkte und Hopp hat jetzt schon 3. Als erstes legt er mit Wally los. Wir legen mit Wally los. Ja, unser Wally hat aber was voraus. Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werden wir mal gleich überprüfen. Unser Wally hat nur einen Vorteil hinaus, denn wir haben bereits richtig Gegenstoß. Aber wir setzen als erstes Einigle ein. Denn ich weiß ja, was denn meine Gegner können. Einigler, Verteidigung steigt. Einigler. Und jetzt können wir angreifen. Ah, Heuler, natürlich. Natürlich. Wenn dann schon richtig. So, Gegenstoß hat eine Stärke von 50. Tackle von 40. Wir machen aber trotzdem das hier, denn... Ja, der Gegner ist schneller als wir und das ist eben das geile Gegenstoß. Der wird jetzt richtig dann dementsprechend fetzen, obwohl, naja, so fetzt hat er jetzt nicht. Wir können mal gucken, ob Tegel vielleicht sogar heftiger ist. Tegel ist, boah, ein Ticken schlechter, aber nur ein Ticken, aber das ist ja der Ticken, der auch erwartbar war. Gegenstoß. Ja, natürlich Heuler. Das ist natürlich so ein bisschen blöd, dass dann dadurch unser Angriff ein bisschen schlechter wird. Jetzt können wir mal gucken, wie stark der Gegenstoß ist, wenn wir nicht angegriffen werden. Ungefähr gleich stark. So, Gegenstoß. Boah, ist der schlecht. So ohne irgendwas ist der wirklich nicht gut. Dann machen wir mal Tackle. So, sollten wir jetzt auch gleich Wolle heilen. Ja, Volltreffer, natürlich. Wally hat Wally besiegt, aber dadurch, dass wir ja hier auch die Regel haben, dass wir nicht wechseln dürfen, hat sich das eh erledigt. So, erstmal alle anderen kriegen erstmal Erfahrungspunkte. Kamehaps ist Level 7 und hat Biss erlernt. Sehr schön. Oblo. Na, ich lasse ungern Wally einfach darauf aufgehen. Es könnte natürlich jetzt sein, dass er irgendwie sowas wie Glut hat schon. Ich glaube schon. Das wäre natürlich extrem blöd, wenn er jetzt Glut hätte. Tun wir einfach mal. Alter Shit. Jetzt gehen wir alles. Hier kommt unser heiß lodernes Feuer. Okay, shit. Ist natürlich blöd. Das bringt uns natürlich jetzt in Bedrängnis. Wir wechseln zu Memnion.
Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich, wenn wir jetzt hier auf Wolli weiterhin setzen. Weil Glut, ja gut, Spezialverteidigung und so ist eher nicht so gut. Aber das sollte jetzt hier definitiv schon mal unsere Seite beflügeln. Sauber, Roblo, sehr effektiv. Wahnsinn, du bist eine, hast die wirklich Wechselwirkung der Typen wirklich, wirklich verinnerlicht. Ja, das war, ich weiß das, wie das geht. So, Roblo besiegt, auch noch die Geschichte. Volltreffer. Volltreffer. Ihr seid wirklich bei der Sache. Was? Ja, super. So, alle lalap. Wolli möchte Imitator lernen. Imitator. Anwender imitiert die gerade verwendete Attacke. Diese schlägt fehl, falls sie zuvor keine Attacke verwendet worden ist. Das heißt, tendenziell, wir können zum Beispiel eine Attacke nutzen, die der Gegner eingesetzt hat. Ist natürlich schwierig, was man dafür dann setzen könnte. Tendenziell brauche ich das nicht, weil ich Imitator eher gar nicht einsetze. Mag ich lieber die anderen Sachen. Ach, das wird knapp. Aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. So, Maiko. Haben wir jetzt gelernt, was für ein Pokémon das ist. Flug-Pokémon. Machen wir einfach nochmal mit Aquaknarre weiter drauf. Oh, schon gut. Pizza. Wir haben ja keine Beere. Pizza würde auch die Beere dann dementsprechend vom Gegner eliminieren, aber das ist schon so okay. Mikro besiegt. Dankeschön. Hopp besiegt. Dankeschön. Hopp besiegt. Was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich dir einen würdigen Rivalen gefunden. Dabei hatten meine Würfe dieses Mal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind einfach nervend aufreibend. Als Sieger rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Ich kenne das aus diversen anderen Spielen. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Mein Motto. Was für ein Kampf! Immon, hopp! Mir fehlen die Worte! Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient! Ja. Danke. Du erhältst einen Empfehlungsbrief. Du verstaust den Empfehlungsbrief im Basis-Item-Fach. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an der Arena-Challenge teilzunehmen. Danke, Deleon. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind immer noch völlig begeistert. Ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen. Ich hoffe, ihr auch. Ich glaube ja nicht, aber passt schon. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokebälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Immon. Davon will ich mehr sehen. Hast du gehört, Immon? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Wir versuchen, Deleon zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Einer von uns? Na Logo, es kann nur einen geben. Wir sind immerhin Rivalen. Was zum? Eine Sternschnuppe. Ich darf mir was wünschen. Ich wünsche mir, ich werde der Allerbeste. Hey Immon, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, sogar zwei Wunschsterne. Hier, kannst du ihn haben. Wunschstern. In Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunderstein kann man Pokémon Dynamaximieren. Maximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt,
Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein! So, jetzt habe ich es dreimal gewünscht. Jetzt geht's bestimmt in Erfüllung. Oh. Wunschsterne zählen zu den allerwertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheime Kraft sicher nicht entlocken. Würdet ihr beiden mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach, bestimmt. Sie sind ja Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Immon und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaximieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Ihr isst doch noch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Natürlich wollen wir das. Oh, geil. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hop, du hättest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Immon hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und ich kann mich nicht so gut daran erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch. Immon und Hop. Jo. Du hast ein Dynamax-Band von Professorin Magnolica erhalten und ab sofort angezogen. Wenn man sich in der Nähe der Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstang auf und ermöglicht die Dynamaximierung von Pokémon. Das ist ein Dynamax-Bänder. Das sind eure Dynamax-Bänder. Darin sind Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke Professorin. Ich werd verrückt. Das sieht ja ganz genau so aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit dynamaximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es sich Pokémon riesengroß werden. Aber so einfach ist es nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit vielen Pokémon vertraut machen, so viel wie möglich. So füllt ihr im Handumdrehen euren Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hop so richtig in Fahrt. Komm, wir machen ein Wettrennen zum Bahnhof. Immon, fertig, los! Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jetzt kommt der Punkt, den ihr da unten seht. Mhm. Ab jetzt ist es nämlich möglich, das ist auch ganz interessant, ab jetzt ist es erst möglich mit Y, dass wir bestimmte Sachen machen können. Zum Beispiel Pokémon tauschen. Ja, wir kriegen unsere Starter-Pokémon. Ja, aber auch erst in der nächsten Folge. Ich will euch nämlich heute in der Folge erklären, was das überhaupt hier ist. Das ist das Gypsycom. Eröffnet dir jede Menge verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielern. Du kannst Pokémon tauschen, an Pokémon-Kämpfen teilnehmen und vieles mehr. So gibt es immer etwas zu tun.
Wenn dich während eines Abenteuers über die Gypsy-Com-Sticker erreichen, bedeutet das, dass jemand über die Kommunikationsfunktion versucht, sich mit anderen zu verbinden. Drücke Y, um zu sehen, wer online ist. Über das Gypsy-Com, kannst du stets mit Spielern in deiner Nähe kommunizieren. Wenn du aber den Plus-Knopf drückst, kannst du dich mit dem Internet verbinden, kannst du auch mit den Spielern der ganzen Welt kommunizieren. Wenn du einen Sticker auswählst, auf dem die Umrisse eines Pokémon zu sehen sind, kannst du zusammen mit anderen Trainern gegen die Pokémon antreten. Was ganz interessant ist, ich habe das tatsächlich ja alles mal vorher mal getestet und geprüft und hast du nicht gesehen. Und eine Sache, die mir schon direkt auffällt, ist, dass wir hier eine bestimmte falsche Person haben. Wir können hier nämlich eins nach dem anderen machen. Also, Linktausch ist unsere Möglichkeit, dass wir mit der Trainerin Vanessa regelmäßig kommunizieren können, uns Pokémon holen können von ihr, damit wir unseren Pokédex vervollständigen können. Und das machen wir, indem wir dann ein bestimmtes Passwort eingeben. Unser Passwort hier lautet immer, ihr könnt es euch fast schon denken, 615 615. Wann ich das mache, wie ich das mache, ob ich das mache und wie auch immer das mache, das werdet ihr schon sehen. Wir werden das hier immer wieder machen, also 615 615, das ist mein Passwort tendenziell. Das würde ich dann später eventuell, wenn wir irgendwann mal Livestreaming machen, also wenn ihr Bock habt, mit mir irgendwie was da zu spielen oder in der Hinsicht irgendwas zusammen zu machen, können wir das natürlich dann auch machen und wir würden dann auch über dasselbe Passwort das Ganze gestalten. So, Zaubertausch ist tendenziell, wir tauschen gibt irgendwem aus dieser großen, weiten Welt Pokémon. Es können diverse Pokémon sein, es können leider auch einige gescheatete oder programmierte Pokémon sein. Shiny-Fehler, hast du nicht gesehen, die man dann in Wettbewerben nicht nutzen darf. Kann alles sein. Ist aber eigentlich immer ganz hochinteressant, habe ich in meiner Pokémon-Schild-Edition regelmäßig gemacht, habe regelmäßig Pokémon gesehen, gefunden, wie auch immer. Ist immer ganz lustig, ist ein schöner Zeitvertreib, kann man immer mal machen. Dann der Kartentausch, wir haben später eine Karte, Liga-Karte, die wird dann später wichtig sein, da können wir dann unser alles möglich machen. Aber dazu später. Link-Kampf wäre dann in unserer Hinsicht, dass wir dann gegen einen von euch kämpfen mit unserem Pokémon. Und unser Bestes geben. Dann haben wir Profil, darauf gehen wir. Da können wir natürlich uns ein Profil aussuchen. Tendenziell habe ich das Profil des Pokémon-Züchters gerne. Oder auch von Memion habe ich das auch gerne. Man sieht das ja bei den Livestreams vom guten Flui, der ja dann auch dabei war. Oder besser gesagt, immer wieder ich dabei war bei dem. Da habe ich ja entweder hier Memion gehabt oder eben den Züchter. Das ist dann mal so gewesen. Und von daher, weil wir uns auch als Starter-Pokémon Memion genommen haben, werden wir natürlich wieder hier als Pokémon Memion nehmen. Wir haben hier, wie gesagt, diverse Optionen, dass wir hier machen können, tun können, wie auch immer. Wir können auch Pokémon Liga nehmen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, Memion schon am schönsten. Das heißt, wenn wir hier irgendwas haben, können wir hier direkt sehen, dass das Memion ist. So, wir können auch bestimmte Sticker filtern. Das heißt, wir können bestimmte Sachen raussuchen. Beispielsweise, wenn wir irgendwie wissen wollen, was unsere Freunde machen. Oder wenn wir irgendwelche bestimmten, gucken wollen, ob irgendwelche bestimmten Spieler irgendwas Bestimmtes machen wollen. Tauschen wollen, kämpfen wollen, wie auch immer. Bestimmte Spieler wollen vielleicht einen Link-Tausch machen. Bestimmte Spieler wollen vielleicht einen Link-Kampf machen. Die Dynar-Raids. Dynar-Raids sind genial. Also ich spiele die sehr gerne privat. Und Verschiedenes ist eben das, was wir jetzt hier sehen. Da wird uns angezeigt, wenn zum Beispiel einer unserer Freunde, beispielsweise der Flui, zum Beispiel Pokémon spielt und Pokémon fängt, wird es dann hier angezeigt. Gut. So, damit haben wir, glaube ich, alles erklärt, ne? Was hier in diesem Gypsy-Com dabei ist. Und der ist jetzt erst aktiv. Wir können jetzt erst anfangen. Vorher ging es wirklich nicht. Das ist wirklich so. Erst jetzt ist es möglich. Der Versus-Kampf hier unten ist auch möglich. Und erst jetzt ist es tatsächlich möglich. Man muss erst das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt spielen, damit man das überhaupt machen kann. Und ich hoffe, dass ihr dann nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir nämlich unsere beiden Pokémon kriegen. Und unsere Story hier ganz beginnt. Ne? Also, freut euch drauf. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Daumen wäre ein Traumen. Bis zum dann und ciao.